Hallo und herzlich willkommen, Ringrogger hier. Ich freue mich, dass ihr zum heutigen Video gefunden habt. In diesem Video wird unser Team fleißig trainiert. Keine Angst, das meiste hiervon machen wir im Zeitraum. Anschließend geht es in das Knospi Inn, wo wir das erste Mal gegen die Arena-Challengerin Mary kämpfen. Und los geht's! Los, gib Gummi. Und den da wollten wir. Der Polizist. Kräfte messen mit einem Polizist. Der Arthur. Fukano. Dann sehen wir gegen einen Fukano, setzen wir mal wieder schöne Kopflos ein. Kampf, Kopflos. Schreck der wieder zurück, los, schreck wieder zurück, schreck zurück. Oh nein. Ein Flammenrad. Alter, das sieht derbe brutal aus. Zum Glück sind wir Typ Feuer, also das ist die Flammenrad an einer Attacke aus, die uns locker hätte auch töten können, wenn wir Pflanze gewesen wäre. Aber Fukano ist besiegt, das ist schön. Und das war's auch schon. Ja, okay, den hätte ich auch eben noch mitnehmen können. Der lacht, stellt seinen Bauch so, das sieht so geil aus. Du hast gute Pokémon dabei und dein Kampfstil kann sich auch sehen lassen. Dankeschön. Kriegt er voll die Komplimente. Ist aber das hier. Wir gucken mal auf die Karte. Die Karte. Wir sind hier. Engine Ortsrand. Kielten. Galamine 2. Dann die Route 5. Turfield 4. 3. Engine City. Engine City Ortsrand. Das bedeutet, Engine City Ortsrand bedeutet, wir können ein Pokémon sein. Es ist zwar keine explizite Route, aber wir haben hier Gras. Es gibt die wilden Pokémon. Also machen wir das. Holen wir uns mal ein neues Pokémon ins Team. Und zwar dieses. Es ist ein Surukex. Ein Pokémon-Typ Kampf. Haben wir noch nicht im Team. Ist ganz cool. Mit einer viel zu großen Hose. Kopfnuss sollte ihn, glaube ich, nicht besiegen. Okay, er setzt ein Schutzschild ein. Kopfnuss, er schützt sich selbst. Jetzt aber Kopfnuss. Zack. Oder so, er überlebt noch eine Kopfnuss, das ist gut. Das heißt, wir machen noch eine Kopfnuss. Zack. Oh, das war aber knapp. Okay, okay, cool. Aber es hat geklappt, das freut mich. Und jetzt setzen wir den Pokéball ein. Komm in unser Team, Surukex. 1, 2, 3. Klick, 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 klick. Klick, jawoll. Sehr schön, sehr cool, sehr cool. Erfahrungspunkte, ein bisschen was. Und wir haben ein neues Pokémon in unserem Team. Surukex deuten Blickkontakt als Einladung, ihm gegenüber mit Kopfnüssen anzugreifen. Vorsicht ist also geboten. So kriegst du das Kopfnuss-Pokémon. So, wie nennen wir den Kleinen? Weil er mich immer so dran erinnert, als ob er eine viel zu große Hose hätte. Nennen wir ihn Baggy. Baggy wurde in ein Team aufgenommen. Das ist vor allem cool, weil wir haben jetzt einen Baggy und einen Lemmy. So, wir wollten noch ein bisschen trainieren, deswegen gibt es jetzt hier eine Runde. Gala Flunschlick verkloppen und das Ganze geht dann in Zeitraffer ab jetzt. Und ich habe mich gefragt, was mache ich jetzt eigentlich hier während dem Zeitraffer? Bei den letzten Malen habe ich ja immer ein paar Sprachblasen eingefügt, beziehungsweise so Texte, wo ich euch Fragen gestellt habe. Aber ich habe mir gedacht, dieser Zeitraffer hier jetzt, der ist schon einen Ticken länger, der geht fast 2 Minuten. Und da dachte ich mir, ich kommentiere das Ganze live einfach mal. Wie ihr festgestellt habt, ich brauche für jedes Gala-Flunschlick so ungefähr 2 bis 3 Attacken. Finde ich auch sehr interessant, obwohl die alle Level 25 sind, dass man für manche 2, manche 3 Attacken braucht. Also scheinen doch die Statuswerte von dem Gala-Flunschlick das Ganze sehr stark zu beeinflussen. Cool fand ich die Gala-Flunschlick einfach, weil ich sie in Anführungszeichen relativ einfach besiegen konnte, es sie ziemlich oft gibt und sie echt viele, viele, viele Erfahrungspunkte bringt. Wie ihr gerade auch hier sehen könnt, dass ein Gala-Flunschlick hier für meinen Bugs ungefähr 700 Erfahrungspunkte bringt,
was echt schon viel ist. Zwischendrin ging es dann auch mal aufs Fahrrad zurück nach Kielten, um die Pokémon wieder zu heilen, was ja auch immer mal notwendig ist. Dann haben wir hier Bugs mittlerweile, Baggy mittlerweile Level 24, Levi 23, Bugs 31. Ich weiß gar nicht, wann sich der entwickelt. Es ist ja meistens so, dass die Starter sich irgendwo in den 30ern entwickeln. Ich glaube zwischen 34 und 36. Ich weiß gar nicht, ob es auch welche gibt, die sich bei 38 oder sogar schon bei 32 entwickeln. Aber wir werden es ja in naher Zukunft erfahren. Ja, da habe ich hier ein paar Runden trainiert. Ging ganz gut. Wobei man auch sagen muss, Galaflunschlick mit dem Vergeltungs- und dem Tiefschlag, die machen schon gut Schaden. Also ich brauche da schon eine gute Portion Glück, um da mehr als 4 Stück auf einmal hintereinander besiegen zu können. Und Training war einfach bitter nötig. Ihr wisst, wie es bei der letzten Arena gelaufen ist. Wasserarena, es war echt nicht so nice. Wir haben 3 Pokémon verloren. Ich will auf jeden Fall verhindern, dass das hier nochmal passiert. So, dann haben wir jetzt erstmal genug trainiert. Dann machen wir jetzt hier zurück Pokémon heilen, verbringen die Nacht im Knospi Inn. Und dann geht's auch schon auf zur dritten Arena. Ich traue so ein bisschen Hedwig nach, wenn ich sehe, dass da Noctu fliegt. So sad, the sad, sad situation. Auf zum Poké Center. Mal schauen, ob dieses Team langt, um den nächsten Arena-Orden zu holen. Ich hoffe es doch. Aber zuerst geht's ins Knospi Inn. Mit dem Fahrrad wieder ins Hotel. Ach, die kennen wir doch. Das war die Mary, glaube ich. Ja, Mary. Hallo, Ringrocker, richtig? Ja, genau so war ich auch. Mary, oder? Du bist ja noch ganz schön spät unterwegs. Du hast doch bestimmt kurz Zeit, um mir bei etwas zu helfen, oder? Ich will testen, ob ich bei der Arena Challenge gewinnen kann. Gut, dass wir gerade Pokémon geheilt haben. Auf geht's. Oh, was für ein Kampfgeist. Ich hatte ganz erschrocken die Augen offen. Mary fordert mich heraus. Ein Glibunkel. Und dann Vuvuzela-Mann im Hintergrund. Ich bin keine gute Verliererin, musst du wissen. Aber ans Verlieren, das konnte ich nicht so schnell lesen. Erstmal Kopfnuss. Mit dem Fuß. Das ist schon mal was. Giftschock. Sollte nicht so viel Schaden machen. Macht's auch nicht. Sehr schön. Und noch eine Kopfnuss. Sehr schön. Ist er auch besiegt? Keine Sorge. Die Gala-Flunschlicks haben so viel mehr Erfahrungspunkte gebracht. Ein Surokex. Oh, auch eine Kopfkuss. Ah, Doppelkick wäre sehr effektiv gewesen. Ach, weil der Subtype Unlicht, glaube ich, ist. Ah, ist ja gut, dass er zurückgeschreckt wird. Jetzt Doppelkick. Dann langt das ja, da ist er besiegt. Sehr angenehm. Und was haben wir als nächstes? Erst Erfahrungspunkte. Quasi gar keine. Es wäre ja irgendwie öde, wenn jetzt schon alles vorbei wäre. Da hat er auch ein bisschen recht. Morpeko. Der Pikachu-Verschnitt der 8. Generation. Ich habe keine Ahnung, welcher Typ der hat. Mach mal Kopfnuss. Ist auf jeden Fall normal. Ich glaube, dieser Attacke bringt meine Gefühle gut zum Ausdruck. Na, was meinst du? Biss. Okay, das bringt ihre Gefühle zum Ausdruck. Und jetzt ist er ganz angry. Mal einfach nochmal Kopfnuss. Zack, fast besiegt. Nochmal ein Biss.
böse, böse. Jetzt sieht er wieder Glück, wieder nett aus. Und noch eine Kopfnuss, dann müsste... Setz den Supertrank ein. Hey, setz den Supertrank ein. Okay. Machen wir nochmal Kopfnuss mit dem Fuß. Zack. Ist er wieder angry? Ah, jetzt wächst mein Pokémon, weil ich keine Ahnung habe, wie ob mein Bugs das nochmal aushalten würde, ein Biss. Ich habe nicht aufgepasst, wie viel Schaden Biss macht. Es waren gerade 31. Wow, oh, Metallklaue. Sollte jetzt nicht mehr als 31 Schaden machen. Sehr schön. Ist nicht sehr effektiv, okay. So, dann. Baggy. Baggy sollte auch 2 Biss überleben. Er setzt einen Ruckzuckkiefer ein. Das ist gut für mich. Können wir auf jeden Fall einmal angreifen. Machen wir Prügler. Ne, Kopfnuss war ja ganz gut. Nochmal ein Rückzugheb, das ist auch okay für mich. Der macht eine Kopfnuss im Kopf. Ist er wieder in Angry Form. Jetzt machen wir nochmal eine Kopfnuss. Macht wieder einen Rückzugheb. Ruckzuckhieb. Und Baggy macht wieder seine Kopfnuss. Sehr schön. Aber ist doch souverän besiegt. Garfield Level 27. Nice. Du hast mich besiegt. Anscheinend bist du doch nicht so schwach. Danke. Nicht so schwach. Ich hau mich am besten ins Bett, um morgen fit zu sein. Du solltest auch schlafen gehen. Peko. Dann machen wir das. Dunkelheit. Ah, wir hören das Pokémon Zentralgeräusch. Alle wieder fit und jetzt kommt der nächste Tag. Am nächsten Morgen. Morgen, Ringrocker. Dein Kumpel ist schon los zur Arena. Er war völlig aus dem Häuschen. Er meinte, er hätte mit Hilfe der Infos auf Kabus Liga-Karte perfekte Strategie gegen ihn ausgeklügelt. Bevor er abgedüst ist, hat er mir einen Riesenstab von Kabus Liga-Karten gegeben. Hier, nimm doch auch eine. Dankeschön. Oh, und das kannst du auch haben, als Dank für unseren Kampf gestern. Dankeschön. Kennst du Kabus Spitznamen? Er wird auch der unauslöschliche Feuerveteran genannt. Aber ich habe das Gefühl, dass er dir keine großen Probleme bereitet. So, und jetzt ab mit dir. Geh zum Engine Stadion und schnapp dir den Feuerorden. Das machen wir. Aber zwar los geht's. Auf geht's zum Stadion. Und zur nächsten Arena. Arena Nummer 3. Und da ist schon wieder der Haupt. Müssen wir jetzt nochmal gegen Haupt kämpfen? Ich dachte mir mal, es ist die Arena. Da bist du ja endlich, Ringrocker. Ich habe mir eben mal den Feuerorden geschnappt. Aber ich weiß jetzt, warum Kabu von allen der unauslöschliche Feuerveteran genannt wird. Wäre mein Team nicht das allerbeste in Gala, hätte ich ziemlich alt gegen ihn ausgesehen. Aber keine Sorgen, Ringrocker. Ich habe Kabu besiegt. Er ist also alles andere als unauslöschlich. Du schaffst das schon. Dankeschön. Auf. Und das war's auch schon wieder von der 14. Folge. Heute mal ein bisschen kürzer. Wie fandet ihr den Kampf gegen Mary? Wie findet ihr die Arena-Challengerin? Schreibt's mir in die Kommentare. Ich finde, sie ist ein ziemlich cooler Charakter. Beim nächsten Mal seht ihr dann, wie ich die Feuerarena bestreite. Vergesst nicht zu abonnieren, um das nicht zu verpassen. Und lasst auch gerne noch einen Like da. Ich freue mich riesig. Bis zum nächsten Mal.